Jordi, was macht deine allerneueste Erfindung? Drück auf den Knopf, dann siehst du's. Oh, was für ein netter kleiner Hund. Sein Name ist Obo. Er passt in jede Manteltasche und er versteht 300 verschiedene Sprachen. Obo, mach schön Sitz. Braver Hund. Obo, Tanzmann. Was für ein schönes Spielzeug, Jordi. Kann er denn auch sprechen? Nein, noch nicht, aber er wird's lernen. Das hatte ich nicht geplant. Es sieht so aus, als ob du noch ein paar Einstellungen ändern müsstest, Jordi. Ja, glaube ich auch. Ich will auch mal durchsehen, ich will auch mal durchsehen. Geh mir aus dem Weg, nicht so. Hey, wann bin ich denn mal an der Reihe? Gar nicht. Und jetzt halt die Klappe, ich muss mich konzentrieren. Worauf denn? Einen brillanten neuen Plan, Weihnachten kaputt zu machen? Nein, du Schwachkopf, wie ich diese nette Gesellschaft da loswerde. Sieht so aus, als wäre ein Spielzeug missglückt. Missglückt? Ja! Moment mal! Was hast du denn? Juhu. Was ist das? Ja! So einen hinterhältigen Plan hatte ich noch nie. Bin ich auch. Aber was ist es denn? Wir warten, bis sie schlafen gegangen sind, okay? Okay. Und dann klauen wir ihnen das Buch, in dem das Geheimnis des magischen Pulvers verraten wird. Manchmal bin ich von meiner eigenen Klugheit überwältigt. Und was machen wir dann? Du fragst mich, was wir dann machen? Also, wir werden dann einfach... Was denn? Deinetwegen habe ich vergessen, wie es weitergeht. Oh, ich habe es. Wir benutzen das magische Pulver, um unsere eigene Spielzeugarmee zum Leben zu erwecken. Ich bin ein Genie. Sitz, Obo, bitte sitz! Ich verstehe nicht, was schiefgegangen ist. Zum Glück testen wir unser Spielzeug, bevor wir es ausliefern. Ich werde eine elektronische Prüfung durchführen und versuchen, mehr rauszukriegen. Es sei denn, du hast doch nicht daran rumgespielt, oder? Ich? Nö. Nun, gute Nacht, Trixie. Gute Nacht, Weihnachtsmann. Ist die Spielzeugmaschine wieder heil? Es war nur ein Wackelkontakt. Ging ganz einfach zu reparieren. Wir dürften damit keine Probleme mehr haben. Das ist ja schön. Gute Nacht, Jordi. Gute Nacht, Weihnachtsmann. Schlaft gut. Ja! Entschuldige bitte. Darüber reden wir nachher. Ich will dir mal was sagen, man kann dich nirgendwo mit hinnehmen. Entschuldige. Würdest du wohl aufhören, dich zu entschuldigen? Entschuldigung. Entschuldige fürs Entschuldigen. Sieh unter dem Buchstaben.
Buchstaben M nach. Sollte ich nicht lieber unter dem Buchstaben P nachsehen? Es ist doch das Pulver, das magisch ist. Oder unter G für das Geheimnis des magischen Pulvers. Das würde doch viel mehr Sinn ergeben. Hör auf, du machst mich wahnsinnig. Du bist eine wandelnde Katastrophe. Handschellen würden mir mehr helfen als du. Und jetzt wagst du es auch noch mir zu widersprechen. Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist, aber unterlass es doch einfach und tu, was ich sage. Oh, Krankenbart, da ist das Buch, das du suchst. Ausnahmsweise hast du recht. Die Formel für magisches Pulver. Nichts wie ab ins Labor. Moment mal. Um die Formel anwenden zu können, brauchen wir ein Haar aus dem Bart vom Weihnachtsmann. Okay, ich gehe in sein Schlafzimmer und hol eins. Ich werde das Haar besorgen. Du gehst nach Hause und bereitest das Labor vor. Es ist zu wichtig, du würdest es vermasseln. Nichts, nur los, tu, was ich dir sage. Psst. Ruhig bleiben, Junge. Auch bei meinem Bart, es ist stickig hier drin. Lass mir noch mal ein bisschen frische Luft rein. Mücken in diesem Breitengraden seltsam. Auf mit Zangen, meine Dame! Gieß aber nicht zu viel Sirup rein. Ruhe! Und nun fügen wir noch die letzte Zutat hinzu und wir haben das magische Pulver. Das Haar, wenn ich bitten darf. Erfolg! Ich hab's geschafft! Hast du ein Spielzeug da? Fröhliche Weihnachten, Krankenbart! Oh, das ist das schönste und einzige Geschenk, das ich je bekommen habe. Ha! Sitz, Obo. Ja, sehr gut. Und nun spring, Obo. Und jetzt roll dich herum. Los, hol ab. Du bist wirklich ein braves Hündchen. Toll, wie du die Kunststückchen gelernt hast. Was für ein schöner Anblick! Los, her mit dem Fernglas! Was hat das verursacht? Ich hab nicht die leiseste Ahnung! Ich dachte, du hättest die Spielzeugmaschine repariert! Noch vor einer Minute hat sie wunderbar funktioniert! Nein, du machst meine ganzen Programme kaputt! Ich versuch sie abzuschalten! Halt dich fest, Trixie. Ich hol dich gleich runter. Ich kann sie irgendwie nicht abschalten. Ich werde wohl den Hauptgenerator ausschalten müssen. Beeil dich bitte. Wir müssen diesem Chaos auf jeden Fall Einhalt gebieten.
Alle sofort nach draußen. Der letzte von uns passt auf, dass er die Tür hinter sich zumacht. Das ist witzig. Birnenase und seine Trottel laufen rum wie die Hühner. Wenigstens können wir sie daran hindern, ins Freie zu gelangen. Hier bitte. Wie sind Sie bloß zum Leben erweckt worden, Weihnachtsmann? Ich habe immer gedacht, du bist der Einzige, der die Macht dazu hätte. Irgendjemand muss mein magisches Pulver in die Spielzeugmaschine geschüttet haben. Wer würde sowas tun? Krankelbart würde sowas tun. Also ist er die große haarige Mücke gewesen und ich dachte schon, ich hätte einen Albtraum. Er hat mein Barthaar gestohlen. Ja, und was machen wir jetzt? Trixie, sammel das Spielzeug zusammen und bring es an den See. Jordi macht sich sofort an die Arbeit für eine Formel, die sie wieder zurückverwandelt. Und ich werde unserem lieben Freund und Nachbarn einen kleinen Besuch abstatten. Oh, Krankelbart, ich an deiner Stelle würde nicht so lachen. Der Weihnachtsmann macht sich auf den Weg. Ja, und wenn schon. Um uns zu besuchen. Dann müssen wir dafür sorgen, dass er nicht ankommt. Ganz egal, was passiert, lasst keinen von ihnen entwischen. Lebendig sein finde ich cool. Das ist echt voll daneben. Hallo, Weihnachtsmann, die Spielsachen sind überall. Oh je, ich habe befürchtet, dass es passiert. Am besten, ihr holt die Pinguine und Rentiere zu Hilfe. Okay, wir werden alles tun, was wir können. Krankelbart? Oh! Krankelbart, dieses Mal bist du tatsächlich zu weit gegangen. Das ist ja großartig. Jetzt stecke ich hier also in einer Kaugummifalle fest. Och, es muss doch eine Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Na, wo spazierst du denn hin, du kleines Pferdchen, hä? Ja, ich hab sie erwischt. Gute Arbeit, was? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Fang. Hilfi, aber was machst du denn in meinem Netz? Ja, genau dasselbe habe ich mich auch gerade gefragt, du Witzbold. Lass mich sofort hier raus. Komm, kleine Tänzerin. Und was machen wir jetzt, Dino? Meine Freunde, dies ist ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Ein Tag... Was ist denn? Entschuldige die Unterbrechung, Dinosaurier. Aber eigentlich ist es jetzt nicht Tag, sondern es ist Nacht, siehst du? Der Mond und die Sterne leuchten. Na, du hast recht. Na, also die Nacht wird in die Geschichte eingehen als die Nacht unserer Befreiung. Spielsachen des Nordpols, vereinigt euch. Lasst uns unsere neu gewonnene Freiheit im Dorf feiern. Entschuldigung? Was? Ich könnte deine Worte übersetzen, wenn es dich interessiert. Danke sehr. Oh, nichts stinkt mehr als Dino-Mundgeruch. Hey, warte auf mich. Ich könnte dir sehr nützlich sein. Wusstest du schon, dass ich 300 Sprachen fließend beherrsche? Dies ist eine vertrackte Lage und außerdem eine glitschige. Krankelbart, dir wird noch die Luft ausgehen. Die Luft? Hallöchen. Schönen guten Abend, Krankelbart. Ist das jetzt die neue Mode? Sehr schick. Herzlichen Dank, meine Herren. Um euch zwei kümmere ich mich, wenn ich mit dem Spielzeug fertig bin. Oh nein. Ich darf keinesfalls zulassen, dass sie im Dorf herumspazieren.
von ihnen eingefangen. Sehr gut, aber trotzdem fehlen uns immer noch einige. Am besten, wir sagen dem Weihnachtsmann Bescheid, wo wir gerade von ihm sprechen. Ist er schon nach Hause gekommen? Nun, hier bin ich. Weihnachtsmann! Willkommen zu Hause. Hast du schon ein Gegenmittel gefunden, Jordi? Ja, ich glaube wohl. Gut, steck es ein und lasst uns aufbrechen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Die Spielsachen sind schon unterwegs ins Dorf. Hol das Gegenmittel heraus, Jordi. Aber hier ist das Gegenmittel doch schon, Weihnachtsmann. Oh, was soll das heißen? Das hier ist so eingestellt, dass es die Spielsachen wie ein Magnet anzieht. Ich habe festgestellt, dass das magische Pulver die gegenteilige Wirkung hat, wenn es ein zweites Mal benutzt wird. Du meinst, du verwandelst sie in normales Spielzeug zurück? Ja, ganz genau. Gut gemacht, Jordi. Da unten, da sind sie. Oh, es tut nicht weh, das verspreche ich dir. Hab dich. Sobald wir wieder in der Werkstatt sind, möchte ich eine Liste der Spielsachen, die wir einsammeln konnten. Ich hoffe nur, dass wir sie wirklich alle erwischt haben. Oh ja, ich auch. Oioioioi, la cucaramba, la bamba, oioioi, la cucaramba, la cucaramba, la cucaramba! Das reicht, Köter! Komm her! Willst du nicht mit uns tanzen, Dinosaurier? Danke sehr, aber ich bin leider ein Nicht-Tänzer. Kommt ihr jetzt oder nicht? Also okay, Dino. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich dich Dino nenne, hä? Ich habe einen Plan, um den Weihnachtsmann auszuschalten. Früher oder später wird er kommen und versuchen, uns zurückzuholen. Ich dachte, wir sind hier, um zu feiern, zu singen, zu tanzen, uns zu amüsieren. So, hast du das gedacht? Tja, dann hast du dich geirrt. Mm. Alles klar, ich brauche Freiwillige und ich brauche sie jetzt. Okay. Komm schon, bist du auf unserer Seite oder nicht? Nein, ich bin zwar ein braves Hündchen, aber ich muss deinen Befehl nicht gehorchen. Ich bin frei und kann tun und lassen, was ich will. Du hast es selbst gesagt. Dies ist der Tag unserer Befreiung. Entschuldigung, die Nacht. Darüber können wir dann später noch reden. Hey! Du bist der gemeinste alte Dino, den ich kenne. Moment mal, darauf reimt sich vielleicht. Oh, oh, oh. Gesundheit! Danke. Ja, aber nicht nur das, sondern du putzt dir auch niemals deine Zähne. Das wird dem Weihnachtsmann nicht gefallen. Und auch sonst keinem, der eine Nase hat. Lass dir was anderes einfallen, um mich aufzuhalten. Obo hatte ganz recht, du bist ein gemeiner Fiesling. Wir wollen nicht bei deiner Revolution mitmachen. Der Weihnachtsmann ist unser Freund, ja. Na gut, macht, was ihr wollt, ihr Trottel. In meinem Kopf brummt es irgendwie. Und was sollen wir jetzt machen? Klettert auf meinen Rücken. Wir gehen zurück zum Weihnachtsmann. Lass mich raten. Eine Tänzerin, ein Wikinger, ein Kastenteufel und... Wo warst du denn? Naja, wir sollten alle befreit werden. Aber der Dinosaurier plant einen Aufstand gegen den Weihnachtsmann. Aber wir würden nie was tun, was dem Weihnachtsmann schaden könnte. Deswegen haben wir uns gegen Dino aufgelehnt und beschlossen, zu dir zu kommen und dir zu sagen, was er vorhat, was immer jetzt auch passiert. Danke, Obo. Also, Freunde, das ist sehr mutig von euch allen gewesen. Frag ihn doch mal. Wirst du uns jetzt wieder in ganz normale Spielsachen zurückverwandeln? Nein. Ja, juhu, juhu, juhu. Hier bleiben und uns bei den Weihnachtsvorbereitungen helfen. Ja, machen wir. Juhu. Juhu, ich liebe Weihnachten. Kann ich dich vielleicht irgendwohin mitnehmen, Cowboy? Ich suche ein Spielzeuggeschäft.
Warum? Ich habe noch magisches Pulver. Ich will alle Spielsachen zum Leben erwecken, damit sie sich der Revolution anschließen. Keine schlechte Idee, Junge. Aber ich habe noch eine schlauere. Ja, und welche? Das neue verbesserte magische Pulver jetzt in flüssiger Form. Allerdings hatte ich kein Barthaar von der alten Birnennase, also habe ich einfach eins von meinen genommen. Ja, und das war meine Idee. Halt die Klappe! Hier, nimm reichlich davon, damit es alles fährt. So, nun reicht es aber, Ganjelbart. Das Spiel ist endgültig aus. Los, hol mir meine Gitarre, und zwar ein bisschen Dalle. Also, bis später. Du kommst auf der Stelle zurück. Das sind aber viele Sterne. Versuch doch, mich einzufangen. Na komm schon, schneller. Ja. Gut gemacht, Grantelbart. Danke, was habe ich gemacht? Dir haben wir eine Menge Ärger zu verdanken. Was für Ärger? Ich habe doch nur einen kleinen Jux gemacht. Aber du kannst es wieder gut machen, indem du uns bei den Weihnachtsvorbereitungen hilfst, als Assistent von mir. Nein, das nicht. Bitte alles, nur das nicht. Bitte, ich flehe dich an. Los! Alles anstellen, Kinder. Auf geht's mit dem fröhlichen Weihnachtsschlitten. Oh.